Houston, I'm two. I've got a question about Starliner. Houston's with you, Butch. Go ahead. It's a strange noise coming through the speaker. Ein außerirdisches Signal hat die Astronauten einer Raumkapsel erreicht. So spekuliert es derzeit nicht nur die UFO-Gemeinschaft. Auch die Überschriften zahlreicher Mainstream-Medien titeln es genau so. Und tatsächlich ist am letzten Samstag etwas sehr Seltsames passiert. Eine mysteriöse Funkübertragung, ein sich wiederholendes Muster. Wir schauen bzw. hören uns heute dieses Signal sehr genau an, was Menschen denn zur Vermutung kommen lässt, es müsse sich hierbei um etwas Künstliches handeln und warum es bei weitem nicht das erste Mal war, dass wir kontaktiert worden seien. Wie immer direkt nach dem Intro. Derzeit überschlagen sich die Nachrichten. Seltsame Geräusche aus dem All, Empfang von den havarierten Astronauten, der Boeing-Raumkapsel Starliner, ein sich wiederholendes Signal, das die, die es hörten, an ein Sonarping erinnert, ein sich ständig wiederholendes Muster, eindeutig künstlicher Natur. Und manch einer stellt sich sogar die Frage, wurden die gestrandeten Astronauten von Außerirdischen kontaktiert? Seit Monaten schon kämpft das Raumschiff Starliner mit technischen Problemen. Die Boeing-Kapsel steckt im Weltall fest, ist seit mehr als 3 Monaten an der ISS angedockt. Aller Voraussicht nach werden die Astronauten Suni Williams und ihr Kollege Barry Butch Wilmore erst Anfang 2025 auf die Erde zurückkehren. Und das, obwohl die eigentliche Mission nur eine Woche andauern sollte. Der Grund für die Nichtrückkehr sind zahlreiche technische Probleme, unter anderem mit den Triebwerken und diversen Heliumlecks. Bis diese behoben werden können, hängen die beiden Astronauten rund 400 Kilometer über der Erde fest. Allerdings soll ihnen SpaceX zur Hilfe kommen. Die NASA plant, sie im kommenden Februar als Passagiere auf der Crew Dragon mitzunehmen. Bis dahin müssen sie ausharren, zu zweit auf engstem Raum, allein, nur umgeben vom schwarzen, tiefen Weltall. Doch am letzten Samstag, den 31. August, ereignete sich an Bord ein Vorfall, der viele glauben lässt, dass sie gar nicht so allein sind, wie man denken mag. Ein rätselhaftes Geräusch, sich wiederholend. Ein künstliches Signal, nicht von der Erde stammt, sondern aus dem Kosmos. Waren es Aliens, die vor wenigen Tagen erst die beiden gestrandeten Astronauten kontaktiert haben? Was war dieses seltsame Geräusch? Nur ein Fehler im System? Oder haben die beiden Astronauten da irgendetwas aufgeschnappt, wurden gar ganz bewusst kontaktiert? Versteht nur, dass wir immer noch nicht so genau wissen, was es denn damit auf sich hat. Aber hört am besten einmal selbst rein. Der US-Astronaut Barry Wilmore alarmierte am vergangenen Samstag ganz plötzlich das Bodenpersonal der NASA. Er bat um Hilfe wegen eines ungewöhnlichen, sich wiederholenden Klopfgeräusches. Es schien entweder aus dem All selbst zu kommen oder vom Boeing Starliner, als würde jemand klar und deutlich an die Außenhaut der Raumkapsel klopfen. Wilmore funkte daraufhin die Mission Control im Johnson Space Center in Houston an, fragte nach, was denn dieses seltsame Geräusch sein könne, das nun die beiden Astronauten völlig zu umgeben schien. Etwas wie ein Sonarping, ein pulsierender Ton. Der Mitschnitt zeugt von diesem unheimlichen Gespräch zwischen Erde und Starliner. Mehr noch, auch dieses seltsame Signal wurde mit aufgezeichnet. Aber hört einmal selbst. Houston, I'm two. I've got a question about Starliner. Houston's with you, Butch. Go ahead. It's a strange noise coming through the speaker. And I didn't know if you could connect into the Starliner and let... Anyway, can you do that?
We can configure that, Butch. Give us a minute and I'll call you back when it's ready. Okay. Okay, I'm going to put the mic up next to the speaker. Copy. Hear that? At negative, Butch. We did not hear anything. That. All right, Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Yeah, I'll do it one more time, and I'll let y'all scratch your heads and see if you can figure out what's going on. Here we go. Bisher ist unklar, wer oder was dieses seltsame Geräusch habe verursachen können. Bislang hält sich die NASA mit einer offiziellen Erklärung zurück, spekuliert lediglich über eine Rückkopplung im Audiosystem. Doch eines ließ die amerikanische Raumfahrtagentur dann doch noch verlauten. Dieses Signal habe nun ganz plötzlich aufgehört. Was war es also, das durch den Funk der Astronauten ertönte? Ein außerirdisches Signal? Ein Fehler im System? Und warum war es nicht das erste Mal, dass Astronauten von diesem Geräusch berichtet haben? Gut möglich, dass es einfach nur eine Rückkopplung war oder halt ein anderer Fehler im Audiosystem an Bord. Interessanterweise haben es die Astronauten aber nicht in der Kapsel an sich hören können, also kein Verziehen des Metalls, es sei eben nur über den Funk zu hören gewesen. Bei weitem nicht der einzige Vorfall im All, es geschah bereits schon etliche Male. Am 15. Oktober 2003 fand der erste bemannte Raumflug Chinas statt. An Bord des Raumschiffs Shenzhou 5 befand sich Yang Liwei, der erste Taikonaut. 21 Stunden lang verblieb er im Weltraum. Er berichtet uns von dem, was er auf seiner Mission erlebte, sich aber nicht erklären könne. Und auch seine Nachfolger berichten davon. Chinesische Astronauten hören demnach immer wieder ein seltsames Klopfen an den Wänden ihrer Raumkapsel. Zumindest etwas, das dem am nächsten kommt. Nichts, was aus dem Inneren des Schiffes kommt. In einem Interview berichtet uns Liwei sehr viel genauer von dem, was er hörte. Es kam weder von außerhalb noch innerhalb des Raumschiffes. Eine nicht kausale Situation, die ich im Weltraum erlebt habe. Ein seltsames Klopfen, das immer wieder auftauchte. Tatsächlich sollte dieses Klopfen nicht nur einmal auftauchen. Trotz seines nur 21 Stunden lang andauernden Fluges hörte er es mehrmals, als wolle irgendetwas oder irgendjemand mit ihm Kontakt aufnehmen. Ein freundliches Anklopfen, wie er es nannte. Liwei versuchte gar, auf dieses seltsame Geräusch zu antworten, klopfte immer wieder gegen die Außenwand seiner Kapsel, als würde ihm jemand gegenüber sitzen und Morsezeichen mit ihm austauschen. Schlussendlich konnte nie geklärt werden, was es war. Fest steht nur, dass es den folgenden Missionen abermals passieren sollte. Am 12. Oktober 2005, 2 Jahre später, startete Shenzhou 6 ins All. Diesmal sollten 2 Raumfahrer mit an Bord sein, Fei Yunlong und Ni Haisheng. Auch ihnen begegnete dieses seltsame Klopfen. Weitere 3 Jahre später, am 25. September 2008, startete Shenzhou 7 ins All. Alle 3 Männer an Bord berichteten übereinstimmend von diesem seltsamen Klopfen, das von außerhalb ihrer Kapsel kam. Dass die chinesische Raumfahrtbehörde die Berichte ihrer Taikonauten nicht einfach auf die leichte Schulter nimmt, sieht man an ihrer Reaktion. Denn diese kontaktierte tatsächlich die NASA, fragte nach, ob ihre Astronauten ebenfalls diese seltsamen Geräusche hören könnten. Die Antwort der damaligen Pressesprecherin der NASA, Catherine Hambleton, war kurz und eindeutig. Soweit wir wissen, gab und gibt es keine Berichte über solch seltsame Geräusche. Eine Antwort, die nicht der Wahrheit entspricht. Unlängst ist bekannt geworden, dass auch die amerikanischen Astronauten immer wieder von seltsamen Geräuschen berichtet haben. So auch während der Apollo 10 Mission. Während der Umkreisung der erdabgewandten Seite, der dunklen Seite des Mondes, vernahmen alle 3 Besatzungsmitglieder ebenfalls merkwürdige Geräusche aus ihrem Funkgerät, als würde sie irgendjemand oder irgendetwas kontaktieren wollen.
Hast du diesen pfeifenden Ton auch gehört? Klingt wie Outer Space Musik. Du hörst das auch? Dieses Pfeifgeräusch? Wow, nun, das ist wirklich seltsame Musik. Ja, ich höre es auch. Ich wüsste nur allzu gerne, was das ist. Noch unheimlicher war es aber, dass während dieser Phase des Fluges die drei Astronauten einfach keinen Funkkontakt zur NASA hatten. Der Mond versperrte allen möglichen Radiowellen den Weg. Zumindest denen, die von der Erde kamen. Eine erst im Jahr 2008 veröffentlichte Transkription der Gespräche zeugt von der Seltsamkeit des Audiosignals. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Woo! Richard. Yeah, it sounds like, outer space time. Offiziell heißt es, dass diese Geräusche wahrscheinlich auf Störungen zurückzuführen sind, die durch nahe beieinander liegende Funkgeräte in der Mondlandefähre und der Kommandokapsel verursacht wurden. Ein weiteres Mitglied der NASA hält aber strikt dagegen. Al Warden, der mit Apollo 15 zum Mond geflogen war, erklärt es uns ziemlich einfach. Die Logik sagt mir, dass, wenn dort etwas aufgezeichnet wurde, dann auch dort etwas gewesen sein muss. Stammen diese Signale immer wieder von der gleichen Quelle? Etwas, das versucht, die Astronauten im erdnahen Weltraum zu kontaktieren? So wie auch erst am letzten Samstag? Oder sind diese künstlich erscheinenden Übertragungen lediglich Störungen im System? Wirklich merkwürdig, auf was die Astronauten dort oben immer wieder gestoßen sind. Es ist tatsächlich schon ein wenig unheimlich. Egal, ob es nun Aliens waren, die versucht haben, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, oder eben dann doch nur eine technische Störung. Oder was sagt ihr dazu? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und wenn euch das heutige kleine Video gefallen hat, so freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!